Guten Morgen. Ein sehr interessanter Aspekt. Darauf hat mich mein lieber Freund J. Jospere hingewiesen. Ich komme gleich drauf. Und zwar Klimakleber oder Klimafans, Klimafanatiker, was auch immer, oder Klimaretter haben einen Wissensvorsprung vor uns. Ja. Nur ein Beispiel. Ich habe mal Eltern eines ziemlich bemitleidenswerten Kindes gesehen, was mit 2 Jahren schon auf dem Handy rumtippen konnte. Ach, wie klug der ist, das ist die zukünftige Generation. Ja, der ist mittlerweile so weit, dass er nicht mal in der Schule angenommen wird. Es ist gruselig. Der arme Kerl ist wirklich geistig zurückgeblieben. Aber natürlich ist man als Eltern, ist man da stolz und so weiter, ist alles in Ordnung. Und das erinnerte mich auch an viele andere Dialoge mit anderen Menschen, die dann sagten, Mensch, was die heutige Jugend alles so kann und ja, was können die denn? Ein bisschen auf dem Handy rumtippen und ja, aber jetzt kommt's, hören wir uns mal an, was mein lieber Freund Jörn dazu geschrieben hat, unter anderem. Und zwar Begriffe wie transphob oder Klimaleugner, menstruierende Personen, gebärende Personen etc. sind dazu geeignet, den Kindern einen Wissensvorsprung zu verpassen, weil niemand sonst irgendwas damit anzufangen weiß. Die natürlich auch nicht. Aber es klingt zuerst einmal gut, etwas zu wissen, was andere noch nicht wissen. Na, das Moment, es klingelt gerade. So. Erledigt. Und zwar ein typisches Phänomen, deswegen habe ich das auch mit dazu geordnet, ist dieses scheinbare Wissen, wenn man doch so gut schon Englisch kann und lauter englische Begriffe in sein Leben einwebt, sodass sich das alles ganz fortschrittlich oder wie sagt man immer wieder zeitgemäß anhört. Und man dadurch scheinbar klüger erscheint. Es geht immer wieder letzten Endes darum, die, die nichts drauf haben, die wollen letzten Endes irgendwie ein Ansehen bekommen. Und das kann man sich auf diese Art, indem man so tut, als wenn man das Klima rettet, aber indem man so tut, als hätte man einen Wissensvorsprung von den anderen, natürlich auch irgendwie so an Land ziehen. Bietet reichlich Stoff zum Diskutieren. Ich sage aber, Leute, erwerbt wirklich Wissen. Dann bleibt ihr auch cool, dann habt ihr auch wirklich Ansehen, dann werdet ihr von den Klügeren angesehen, dann müsst ihr euch nicht irgendwie hinter irgendwas verstecken, sondern könnt wirklich mitdiskutieren. So hat es nicht viel Sinn. Na doch, es hat Sinn, aber es hat keinen Erfolg. Na wie auch immer. So, jetzt müssen die Links erschienen sein, die entsprechenden, die ich dann immer dem Video hinten anfüge, damit das Ganze nicht von YouTube-Werbung unterbrochen wird. 3 Minuten durften aber nicht unterbrochen worden sein. Ich wünsche einen schönen Tag und ja, ein gutes drüber nachdenken. Denn das sehen wir hier auf unserem Kanal. Wer was weiß, der kann auch vernünftig diskutieren und der hat Wissen. Und das Wissen kombinieren heißt ja denken, das wissen wir ja alle. Na dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.